Heute geht es um den spannenden und immer wichtiger werdenden Auskunftsanspruch nach Artikel 15 DSGVO. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, aber der Trend, gerade jetzt zu Beginn des Jahres 2023, ist nicht mehr die Abmahnung von Konkurrenten untereinander wegen fehlendem Impressum und so weiter, sondern der Trend geht ganz klar dahin, dass Privatpersonen von Unternehmen Auskunft über die Daten verlangen, die über sie gespeichert werden. Oft mit dem Ziel, danach eine Abmahnung auszusprechen, wenn die Daten nicht DSGVO-konform verarbeitet werden. Denn im Unterschied zu den früher sehr, sehr häufigen Impressumsverstößen oder Datenschutzverstößen, die Konkurrenten untereinander geltend machen, die aber keine Abmahnkosten, die den Anwälten entstehen, geltend machen können, ist es so, dass Privatpersonen eben Anwälte beauftragen können und die Anwälte können dann diese Abmahnkosten dann zusätzlich als Schaden geltend machen. Also das ist ein wichtiges Thema und deswegen zeige ich dir heute, wie du richtig auf solche Auskunftsansprüche reagierst, denn gleich vorweg, du musst reagieren. Schritt Nummer 1. Wer schuldet überhaupt Auskunft? Du als Verantwortlicher, wenn du personenbezogene Daten verarbeitest. Also wir schauen uns erstmal an hier, Artikel 15 DSGVO Auskunft. Also Punkt Nummer 1, wer schuldet? Naja, du als Verantwortlicher. Ja? Wenn du also nicht in eigener Verantwortung personenbezogene Daten verarbeitest, dann kannst du auch kein Schuldner dieses Auskunftsanspruchs sein. Wenn du zum Beispiel nur im Auftrag Daten verarbeitest. Ansonsten ist es so, sobald du irgendwie personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO verarbeitest, zum Beispiel sobald du eine Website betreibst und da ein Newsletter-Anmeldeformular hast, kann tatsächlich jeder, der potenziell betroffen sein kann, also auf jeden Fall die Personen, die innerhalb der EU leben, einen Auskunftsanspruch gegen dich geltend machen. Ich zeige dir danach auch noch gleich, warum und vor allem, was dieser Auskunftsanspruch dann auch bedeutet. Was schauen wir uns als Zweites an? Ganz wichtig, die Frist. Denn wenn du die Auskunft nicht innerhalb der gesetzlichen Frist erteilst und sie zu spät erteilst oder gar nicht erteilst, dann kriegst du mit den Behörden möglicherweise erst richtig Probleme. Die Frist ist ebenfalls geregelt, allerdings nicht in Artikel 15 DSGVO, sondern in Artikel 12 Absatz 3 DSGVO. Die beträgt grundsätzlich maximal einen Monat. Ja? Ein Monat. Du kannst natürlich die Auskunft auch früher erteilen, später als einen Monat nicht. In sehr komplexen Fällen ist es möglich, zweimal einen weiteren Monat diese Frist verlängern zu lassen. Dann ist aber auch Schluss. Aber die Regelfrist beträgt eben maximal einen Monat. Das heißt im Gesetz genau gesagt, unverzüglich, jedoch maximal innerhalb von einem Monat. Diesen Monat hast du aber auch dann tatsächlich Zeit. Das solltest du von Anfang an wissen, denn du wirst ja die Auskunft nicht innerhalb von wenigen Stunden erteilen, sondern du wirst ein paar Tage brauchen, vielleicht Rücksprache mit deinem Datenschutzbeauftragten oder sogar Anwalt halten müssen. Und deswegen notiere erstmal für dich diese Frist, wann sie abläuft, damit du rechtzeitig planen kannst und nicht am Ende in Zeitnot gerätst. Punkt Nummer 3, Identität. Du solltest wann immer möglich den Auskunftsersuchenden auch identifizieren, denn die Auskunft beinhaltet ja oft die Übermittlung personenbezogener Daten, nämlich die Daten, die du über diese Person speicherst. Und wenn die Person nicht identifiziert ist und du möglicherweise diese Daten an eine ganz andere Person übermittelst, zum Beispiel Kundendaten an jemanden, der überhaupt nicht Kunde ist, sondern einfach nur diese Daten haben möchte, um damit vielleicht Unfug zu treiben, dann wäre das nochmal schlimmer. Das heißt, du solltest alle Möglichkeiten nutzen, aber immer natürlich so mit der mildestmöglichen Maßnahme, die Person zu identifizieren. Das kann zum Beispiel ein Blick in öffentliche Register sein. Und im Extremfall kann es sogar mal sein, dass du eine Kopie des Personalausweises anfordern kannst. Was da im Einzelfall möglich ist, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, muss man sich dann auch wirklich anschauen. So, Punkt Nummer 4. Die Auskunft. Und die hat mehrere Stufen. Zunächst mal, ob überhaupt personenbezogene Daten zu dieser Person gespeichert sind. Wenn das nicht der Fall ist, also falls nein, dann wäre das eine sogenannte Negativauskunft. Ja? Falls personenbezogene Daten gespeichert sind, müssen alle Daten übermittelt werden. Das heißt, die Daten, die du über diese Person gespeichert hast, unter Angabe der Zwecke der Verarbeitung, unter Angabe der Kategorien der Verarbeitung, die, also wenn möglich, die Speicherdauer, also die geplante Speicherdauer und schließlich und letztlich natürlich auch die jeweilige Rechtsgrundlage. Und das alles musst du natürlich in einer bestimmten Form übermitteln. Ja?
in der Regel in einem geordneten Verzeichnis elektronisch. Das kannst du zum Download bereitstellen oder per E-Mail übermitteln. Ja, da hast du einen gewissen Ermessensspielraum. Das war es aber noch nicht ganz. Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 5. Belehrung darüber, ob die betroffene Person ein Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung hat. Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung. Das heißt, wenn du also zum Ergebnis kommst, oh, ich habe hier personenbezogene Daten über die Person gespeichert, ich dürfte sie aber eigentlich gar nicht speichern, dann hast du die Person darauf hinzuweisen, dass sie ein Recht auf Löschung hat. Und schließlich musst du den Auskunftsersuchenden auch nochmal darüber belehren, dass er das Recht hat, eine Beschwerde zur Behörde zu veranlassen. Also er kann sich über all das bei einer Behörde beschweren, wenn die Person nicht damit zufrieden ist. Jetzt weißt du, wie du eine Auskunft erteilen musst. Und du kommst um das Ganze nicht herum. Was würde denn, jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück, was würde denn passieren, wir löschen das Ganze jetzt mal. So, was würde passieren, wenn du die Person nicht identifizieren kannst und du dann zum Schluss kommst, ich will einer nicht identifizierten Person keine Auskunft erteilen. Dann musst du das mitteilen. Du musst der Person nach Artikel 12 Absatz 4 DSGVO dann die Gründe mitteilen, weshalb du die Auskunft nicht erfüllst und auch nochmal auf das Recht zur Beschwerde bei den Behörden hinweisen. Ja? Die beiden Dinge musst du dann mitteilen und dann hat sich das Ganze für dich erledigt. Und was ist, wenn du jetzt eine solche Anfrage bekommst und du gehst davon aus, dass das eigentlich der Vorbereitung einer Abmahnung durch einen Anwalt dient? Dann kommt so ein bisschen auf die Strategie an. Ja, was könntest du machen? Du könntest natürlich erstens den Datenschutzverstoß abstellen, zweitens Auskunft erteilen. Das musst du machen. Natürlich kannst du alternativ anfragen, ob du vielleicht dich mit der Person irgendwie einigen kannst. Aber das ist für mich so eine zweischneidige Sache, weil erstens könntest du dich damit in ein komisches Fahrwasser begeben. Und zweitens, ja, unterstützt du natürlich damit dann so dieses Geschäft mit den Daten, mit den eigenen Daten, dass es eigentlich gar nicht um die Auskunft geht, sondern nur um Geld. Was könntest du dann drittens machen? Du kannst natürlich proaktiv überlegen, Unterlassungserklärung abgeben. Beispiel, wenn du ein Newsletter-Tool nutzt, bei dem Daten in die USA übermittelt werden, wo du eigentlich weißt, oh, das ist nicht DSGVO-konform, dann kannst du diesen Verstoß abstellen, indem du das Tool wechselst, die Auskunft erteilst und dann gleichzeitig eine Unterlassungserklärung abgibst, mit der Folge, dass du nicht mehr abgemahnt werden kannst. Dann bleibt nur noch das sogenannte Schmerzensgeld. Aber da stellt sich natürlich die Frage, ist ein solches Schmerzensgeld wirklich angefallen? Hat die Person wirklich einen seelischen Schmerz? Und wir bewegen uns da im Bereich von 100, 200 Euro. Eher unwahrscheinlich, dass die Person das dann gerichtlich gegen dich durchsetzt, lohnt sich oft nicht unbedingt. Und natürlich, was du auch als Alternative machen kannst, alternativ argumentieren. Du kannst natürlich sagen, wir sind der Auffassung, dass unsere Datenverarbeitung rechtmäßig ist und wir werden deshalb keine strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben. Oder du sagst, ja, wir sind der Auffassung, dass unsere Datenverarbeitung rechtmäßig ist. Wir haben in den Datenschutzhinweisen alle nötigen Hinweise erteilt und so weiter. Aber wie du dann im Einzelfall reagierst, hängt natürlich von der jeweiligen Situation ab. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn du Fragen hast in der konkreten Umsetzung, dann helfe ich dir natürlich. Schreib mich an, meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ansonsten, wenn du allgemeine Hinweise, Anregungen, Fragen hast, darfst du natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich sehr drüber. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.